Moin, Leute, da sind wir wieder. Ja, mangels Konzentration habe ich in der letzten Folge, oh, reingefallen, habe ich in der letzten Folge schon aus dem Minecraft-Spiel ja, irgendwie eine 2D-Version gemacht, anstatt eine 3D-Version. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat, wie ich denn da auf diesen Trichter gekommen bin, dass das nicht funktionieren würde mit der Beleuchtung. Na klar funktioniert das mit der Beleuchtung. Warum soll denn das auch nicht mit der Beleuchtung funktionieren? Wäre ja Blödsinn. Ah, ich habe hier noch keine Steine reingepackt. Ah, das ist aber falsch. Ach so, nee, Quatsch, kann ich ja so lassen. Ach, ihr merkt das schon. Ich spiele sehr unkonzentriert. Aber was soll's. Alles gar nicht so schlimm. Hier kommen natürlich gar keine Steine hin. Denn da ist ja der Tunnel gar nicht mehr drunter. So, hier einen Repeater hin. Dann müssen wir uns mal hier wieder nach oben ballern. Ach so, da haben wir nur den einen, die eine Redstone-Lampe. Naja, gut, okay. Dafür wissen wir aber, wo die Reise hingehen soll. So, ja, dann geht es hier auf der Seite natürlich weiter, weiter, weiter. Zack, 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 zack. Und dann packen wir hier noch die letzten Redstone-Leitungen und Fackeln und sowas packen wir hier alles noch rein und dann wird alles gut werden, hoffe ich jedenfalls. So, einen Repeater und dann müssen wir noch mal ein paar Fackeln bauen. Ich baue mal jetzt lieber nicht zu viele, nicht, dass die uns dann, dass sie dann übrig bleiben, obwohl ich denke mal, Repeater werden wir auch noch eine ganze Ecke bauen müssen. So, eine, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Gut, zwei haben wir nur noch, also müssen wir noch mal vier nachbauen und dann haben wir wenigstens erstmal für die Lampen, die wir hier haben, dafür haben wir dann wenigstens erstmal die Fackeln. Und dann müssen wir mal ein bisschen Kette geben, denn wir müssen auch noch mal ins Haus. Ich denke mal, wir werden noch mal Redstone nachbraten müssen. Das wird uns bei Zeiten auch wieder ausgehen, wie es halt immer so ist. Bing, zack und reng. So. Und ab dafür. Und Endspurt. Dann haben wir wenigstens erstmal die Beleuchtung drin. Alles andere dann später. Den Tunnel, den müssen wir ja auch noch weiterbauen. Aber, ich habe da immer so ein bisschen so ein kleines Problem damit, irgendwie alles gleichzeitig zu erledigen. Auch wenn ich es ja gerne würde, ne? Also gerne machen würde und tun und überhaupt und so. Ja, das Dorf wird sicherlich auch eine sehr schöne Angelegenheit. Also eine Scheune werde ich auf jeden Fall bauen. Das habe ich mir schon mal so überlegt bei den Wohnhäusern. Naja, mal gucken, was so draus wird. Wir bauen einfach erstmal drauf los und dann gucken wir mal, wie die ausschauen. Ob das nun wirklich so Bauernhäuser werden, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Also, also rein theoretisch ist es den Dorfbewohnern vollkommen egal, wie die Häuser aussehen. Hauptsache, die haben irgendwie Türen. Von daher müssen wir uns nicht zwangsweise daran halten, dass wir irgendwelche, ja, weiß ich nicht, Bauernhäuser oder irgendwie sowas bauen. Also das muss nicht unbedingt sein. Können wir natürlich bauen, aber es muss halt nicht sein. So, Steine. Wie schaut's? Ja, haben wir noch ein paar. Das ist gut. Nicht, dass uns die hier ausgehen, aber so wie es aussieht, nein, werden sie uns nicht ausgehen. So, klack. Ja, die Erde, die müssen wir natürlich dann auch wieder reinschütten. Aber wir sollten jetzt dann genügend Erde haben. Das sollte nicht das Problem sein. Das ist die falsche Spitzhacke. Da müssen wir mal die andere nehmen. Fixkloppy und nicht Streichel. So, bing, 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 bing. Ja, jemand schrieb noch, ich soll mal viel, viel, viel mehr Folgen machen. Würde ich gerne, aber ich habe keine Zeit. Jetzt mit den drei Projekten, da wird das auch nicht wirklich besser, muss ich mal so gestehen. Also wir machen uns jetzt auf jeden Fall erstmal auf die Socken zurück und werfen erstmal nach, dass wir neues Redstone braten können.
Und wenn wir zurückgekommen sind, dann kümmern wir uns mal darum, dass die Leitung dann einmal unten rum gelegt wird und dass wir dann auf der anderen Seite wieder rauskommen. So, jetzt hier aber. Zack. Los, Minecart drauf da. So. Na, geht doch. So, und ab dafür. Und zurück zum Wohnhaus. Ja, ich bin ja schon beinahe geneigt, die Öfen wieder mitzunehmen. Und dann direkt am Dorf zu braten, aber es geht ja noch so. Also, das ist ja jetzt nicht so, dass das Mörderproblem. 40 Redstone haben wir noch. Naja, gut, zweimal Erde geht jetzt gleich wieder drauf, aber das stopfen wir ja ansonsten, wie gesagt, wir stopfen die Erde wirklich nur irgendwie sinnlos in Kisten und schauen mal, ob wir irgendwann mal irgendwas damit bauen können. Das ist ja nun auch nicht gerade so das Gelbe vom Ei. Ah, nicht Rechtsklick. Ich bin immer noch auf diesen Rechtsklick so geeicht, aus dem Minecart auszusteigen. Das ist fürchterlich. So, hopp, hopp, hopp. Und ab dafür und dann hier das reinwerfen. Und dann wollte ich nämlich nochmal im Schrank gucken. Was haben wir denn da noch an? Redstone! Ja, nur das Redstone-Erz. Ich würde mal sagen, ja, was soll's, wir hauen das mal breit. Und zwar mit unserer Glücks-3-Spitzhacke. Da bin ich ja mal gespannt, was dabei rauskommt. Oh, ding, 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 ding. Holla, das lackt aber ganz schön, wenn ich die hier setze. Die Redstone-Blöcke. Na, zwei Stück müssen wir noch unterbringen. So, klack, fertig. Nee, jetzt hatte ich beinahe die falsche genommen. Behutsamkeit. Da ist er. Glück. Und dann wollen wir doch mal. Unsere Glücks-3-Spitzhacke. Ah, mal schauen, was da jetzt so an Redstone rauskommen wird. Ja, EXP kriegen wir natürlich jetzt auch noch dazu. Das ist auch sehr schön. Wir hätten ja auch noch coole Blöcke bis zum Abwinken, die wir auch noch breithauen können für EXP. Jetzt, wo man daraus Kohleblöcke machen kann. Ja, und bei dem Amuser wundert es mich wirklich immer noch, dass der irgendwie immer noch steht. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Und damit wir die besser transportieren können, machen wir irgendwie hier draus erstmal irgendwie Blöcke. So. Bing. Dann haben wir 13 und 21, das passt schon. So, der Rest, der brutzelt da drin und dann machen wir uns gleich wieder auf den Weg zurück. Ja, das ist ein bisschen blöd mit dem Hin- und Hergefahre, aber hey, was soll's. Ich fahre gerne Minecart-Bahn und da dürft ihr dann natürlich auch dran teilhaben. So. Reng, zack, umgedreht und da lang gefahren. Ja, und die Sonne geht gerade mal wieder unter, sehe ich gerade. Ich denke mal, dann werden wir uns gleich hier am Leuchtturm. Nee, werden wir nicht machen. Wir wollen uns das ja mal angucken. Also rein theoretisch, bis wir da sind, sollte die Beleuchtung angesprungen sein. Haben wir wenigstens da schon mal keinen Spawn? Na komm, hopp, Minecart, gib Gas. Ja, das mit der automatischen Weiterfahrt, ja, weiß ich nicht. Schöne Sache, aber ja, brauche ich irgendwie nicht. Also bei vier abknickenden Richtungen, die ich da habe, nee, eigentlich nicht. Das ist schon ganz okay, dass wir die rausgenommen haben. Das passt schon ganz gut. So, das Licht sollte auf jeden Fall angesprungen sein. Das macht auch so den Eindruck. Die anderen waren ja sowieso dauerhaft an. Die auf dieser Seite. Da geht es gar nicht anders. Und die anderen, die sind auch. Aha! Oh, verdammt! Ah! Ha, lustig! Oh, Junge, Junge! Und gleich ein ganzes Pfund! Oh, ich hab ihn zischen gehört! Ich hab ihn zischen gehört! Oh nein, jetzt können wir nicht pennen! Ey, oh Gott, wie schlecht ist denn das? Ja, Leute, was machen wir denn jetzt? Wir können doch hier nicht 5 Minuten warten, bis irgendwie. Wir versuchen mal. Mal Tontauben schießen. Nein, nicht getroffen. Haust du ab. Oh Gott, so viele. Kann ich die nicht mit dem Schwert kloppen? Na klar geht das. Ich hau die jetzt alle breit. So, können wir jetzt pennen? Nein, ich kann immer noch nicht pennen. Irgendwas wird noch irgendwo sein.
Ich weiß nur nicht wo. Und wenn es ein Creeper ist, dann sprengt er uns hier die halbe Hütte in die Luft. Oh, verdammt, ey. Das ist aber verdammig da. Ah, Spinne. Die war es bestimmt. Komm her, Spinni. Ist sie hin? Macht einen Eindruck. Nee, ich kann noch nicht schlafen. Oh, Leute, das ist echt ungünstig, würde ich mal behaupten. Nein, ich will doch nur ein bisschen schlafen. Na gut. Kommt der hier, ich mache alle platt. Einmal alle platt. Komm her da. Dreht euch her. So, ich denke mal, jetzt sollte das klar gehen. Das war schnell. Ach, wir können wirklich pennen. Das Schwert haben wir noch in der Hand. Mann, das war jetzt aber auch irgendwie. Also seit der letzten Folge, da fail ich mich aber irgendwie so durch die Gegend. Habe ich irgendwie so das Gefühl. Komm her hier, Sniper. Zack, Headshot. Zack, noch ein. Und um ist er. Waren hier nicht irgendwie zwei? Ich hatte doch hier noch einen Knuspern gehört. Komm her, auch du kriegst noch einen. Da ist der zweite. Die Creeper. Zack, weg ist er. Ja, das Skelett müsste mittlerweile die Hocke gemacht haben. Außer der hat sich ins Häuschen gerettet. Da müssen wir jetzt auch nochmal gucken. Nicht, dass der sich wirklich ins Häuschen gerettet hat. Gerettet hat. Oh, Mensch, Schaf, erschreck mich mal. Ja, war ein bisschen blöd gelaufen. Würde ich mal so behaupten. Mit den Creepern und ja, ich habe nicht dran gedacht, dass hier vielleicht der ganze Rest überhaupt nicht beleuchtet ist. War jetzt nicht so der klasse, prima Plan. Naja, obwohl ihr habt bestimmt gut gelacht. Ich kenne euch doch. Ich kenne euch doch. Naja gut, okay. Einmal Erde gehen wir ausladen. Da haben wir jetzt im Moment ein bisschen viel von. Na, die, komm her, die Spinnenseide möchte ich auch noch haben. Packen wir hier rein, packen wir da rein, packen wir auch da rein und auch das Ei und auch die Erde und auch das packen wir da rein. Fertig. Das war ja ein Schock. Ein Schock zum frühen Abend. So, aber haben ja alles überlebt. Haben ja alles überlebt. Gut, hier muss ich jetzt, Schaf geht doch mal weg. Da muss ich mal irgendwie ran, weil hier ist dann unser Abgangssignal. Da geht's einmal hin. So wie. Also im Moment sehe ich hier alles voller Creeper. Das hat mir jetzt voll den Schreck eingejagt. Bin ich ja so ein bisschen schreckhaft bei. Gut, okay, dann gehen wir hier mal ein tiefer. Aber das ist jetzt die falsche Spitzhacke. Die brauchen wir. Ding, ding. Und dann hier. Ding. Und dann sollten wir schon fast tief genug sein. Ist das überhaupt fix, Kloppy? Hallo? Ne, das ist Streichel. Ja, das ist ja super. Kein Wunder, dass das so langsam geht. So, da sind wir nämlich noch gar nicht tief genug. Dann müssen wir noch einen weiter in die Breite gehen. So. Ding, ding. Ja, das dauert jetzt ein bisschen, bis ich hier den richtigen Abstand gefunden habe. Wir müssen auch mal schnell hier noch den Tunnel zu Ende bauen. Damit ich dann genau weiß, wo der Tunnel lang führt. Ansonsten baue ich hier irgendwas falsch und nee. Ohne sowas, das wollen wir ja nicht. Das wollen wir nicht. So, Steine. Dann hämmern wir die hier schon mal rein. Auf der Seite müssen wir das dann genauso machen. Ja, wir werden uns dann natürlich im Kreis nach unten drehen und dann praktisch auch wieder nach oben. Na, da machen wir erstmal irgendwie so weit. Achso, da kann ich nichts drauflegen. Ja, aber so weit wieder zu, dass da nichts raus kann. Und vielleicht nochmal eine Fackel hängen. So. Ja, und dann bauen wir, wie gesagt, hier schnell nochmal den Tunnelfertsch. Obwohl, das schaffen wir in dieser Folge, glaube ich, jetzt nicht mehr so wirklich. Naja, gut, okay. Können wir nicht ändern. So, aber wir hämmern hier wenigstens nochmal ein bisschen Steine rein. Und
Alles andere machen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ich konnte euch in dieser Folge etwas zum Lachen bringen mit den Creepern. Das hat mir einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Naja gut, wie auch immer. Ich sage erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.